8 Erfahrungslevel. Leck mich im Arsch. Die hab ich nicht. Ja, und willkommen zu einer Folge Minecraft Skywars auf der Map. Keine Ahnung. Wir haben das Getank gekauft. Und hoffentlich haben wir eine Enderperle. Nein, wir kriegen nie eine Enderperle. Das ist so unfair. Ach, die Spinne wird wirklich noch. Und noch ein Dierschwert. So, Sticks. Bam. Ach, guck mal jetzt mal. Und dann direkt zum nächsten Gegner. Na, na, na. Bam, bam, bam. Diamantschwert ist schon ziemlich hart. Hallo. Wow, er gibt mir. Hat Federfall, die nehme ich gerne an. Kriege ich echt wenig Schaden. Und er hat eine Angel, der Ficker. Hat er sich wahrscheinlich gerade noch gemacht. Da können wir uns einen Dierhelm machen oder so. So, auf zum nächsten. Alles klärchen. Das reicht am Abend, das Klärchen. Und ich muss Pipi. Oh Scheiße, ich muss richtig Pipi. Okay, eine hat anscheinend da drin Hex. Die werden hier alle gefickt. Hey Dude. Ich habe die nicht bessere Rüstung. Huh, den haben wir gerade noch so gekriegt. Und ich glaube, der nächste will uns abstauben. Hat es gesehen, dass ich eine Angel hatte? Egal. Die Brustpanzer aber zackig. Yes. Wo ist denn der Pizza? Ganz easy haben wir den weggesnackt. Gut. Haben wir den auch? So, 16 Level. Läuft auf jeden Fall. Kommt der nächste Boy. Hat der mich gesehen? Könnte ich den mit der Angel runter pushen? Ne, ich warte hier einfach mal, der hat ja ziemlich no stuff. Muss natürlich auch die Lage vorne im Auge behalten. Jetzt komm, hau dich doch weiter, Pussy. Okay, er hat mich definitiv gesehen. Wassereimer, klar. Drei Spieler noch. Ich glaube, die Mitte hat sich auch noch keine gegönnt. Sollen wir da mal rüberschauen? Der könnte man auch enchanten. Und hundertprozentig könnten wir hier auch ein Schild für drei Schwert machen. Nicht so wie in Endergames. Ja, klar, in Endergames ist es natürlich möglich, aber. Hier kriegt man auf jeden Fall verdammt viel. Denn Ressourcen im Sinne von Erfahrungsflaschen und den anderen Shit.
Nee, ich gönn mir jetzt die Mitte. So, wir hier kleine Barrikaden bauen. Damit die nicht so schnell rüber rushen. Falls die mal von hinten kommen. Hahaha, von hinten. Ha. War da jetzt schon jemand? Oh, nee, es schaut verdammt nicht danach aus. Dann könnte man direkt enchanten. Aber wir haben keinen Amboss. Steht da vielleicht einer? Da würden auch einige stehen. Leute, ich versuche das jetzt zumindest mit dem Amboss. Aufsammeln. Wow. So, jetzt aber zur Mitte. Nee, da war noch keiner. Yes. Great. Alter. So, jetzt plündern wir immer schön. Schutz. Dann müssen wir unseren Dings nicht mehr verzaubern. Was war hier noch drin? Eier. Erfahrungsfläschchen. Okay, der Typ, der kämpft da. Er fragt, wie mein Name entstanden ist. Ja, ganz einfach. Ich habe den nicht eingestellt. Mein Bruder, der Mongo, hat den eingestellt. Ich würde es halt gern ändern in Kalpuxer. Da müsste Kalpuxer, aber man muss sich irgendwie in Minecraft nicht einloggen und das ist ein bisschen nicht schaffbar. Weil er braucht man. Wir haben uns ja angeblich eine Weile nicht mehr eingeloggt. Und dann müssen wir uns angeblich irgendwelche Sicherheitsfragen stellen. Und bla bla bla, wo ich mir denke, halt dein Maul, ich will bloß meinen scheiß Namen ändern. Scheißen Dreck. Scheiße, gib mir. Alter, nochmal schön down gegangen. Wie, jetzt kommt jetzt ein Abstauber. So, ich hoffe, es ist eine verfickte Sache, dass das nicht der da oben ist. Ich dachte schon, ich stand da. Alter. Mein Herz klopft. Und genug Diamanten, um Schwerter zu machen. Stellen wir den mal hin, den guten. Und so viel Scheiße im Inventar, das ist unfassbar. Aber den Goldapfel will ich jetzt noch haben. Kommst du? Ich habe immer noch den Chatbann, nur so zur Info, ne? Immer noch rund 8 Tage. So, okay, hier wäre auch schon ein Amboss gestanden. Sehr schlau gemacht, Manuel. Wirklich sehr, sehr schlau, Mann. Also Respekt an deine Aufmerksamkeitsskills. Wir können ja auch die Hühner-Challenge machen. Ich meine, die Sniper-Challenge. Da muss man einen Bogen machen. Beziehungsweise Pfeile. Und die kriegt man von Hühnern. Und die muss man dann mit Eiern heranzüchten. Richtig lang. Oh mein Gott. Und ja. So, was verzaubern wir einfach mal so? Alter, lutsch mein Eier. Scheiß Bann, Alter. Du kriegst Bann. Wer braucht denn bitte Bann? Okay, wie viel wird das jetzt kosten? Einfach so zusammen. Könnte ich mir gönnen, ne? Das bleibt natürlich schon die Frage. Was
Macht Schärfe und Schärfe zusammen. Nein. Schärfe und Schärfe. Kostet plus 2. Okay, dann mach ich das doch mal so. Ich könnte das echt machen, ne? Das kostet auch nicht so arg viel. Game Mode. Rückstoß. Rückstoß ist auch nicht schlecht. Es ist halt echt nicht. Das ist hier eigentlich perfekt. Die Schwerter habe ich mir nicht gemacht. Null. So, verzaubern wir hier mal deftig. Nee. Schärfe. Passt. Schärfe und. Alter. Erfahrungslevel. Leck mich im Arsch. Die hab ich nicht. Der hat noch eine Angel. Nee, die habe ich halt wirklich nicht. Ich weiß nicht, soll ich die noch sammeln durch Ressourcen abbauen? Wenn ich die kompletten Inseln abklappe, dann würde ich die schon zusammenkriegen. Also hier doch abbauen. Ich hier Erfahrung wenigstens. Okay, nee, man kriegt die glaube ich bloß beim Kohle schmelzen. Also generell Ofen irgendwas rausnehmen. Dann würde ich sagen, ich komme jetzt zu dir hoch. Hm? Du hast nicht mega gut Stuff. Und ich habe diese kleine Befürchtung, der kommt in der Enderperle zurück. Beziehungsweise tut der Wasserrunde, dass ich mich ganz hoch baue und er sich dann den restlichen Stuff gönnt. Und das mal kurz austauschen. 9,5, das sind 4,5 Herzen. Oder Rückstoß. Rückstoß nehme ich jetzt einfach mal. Aber hier, ich schwöre, wir kriegen was Besseres zusammen als ein Schärfe 1 Schwert. Schärfe 2 haben wir schon. Schärfe 3 und das zusammen machen kostet 8 Level. Das heißt 4 und 4. Jetzt haben wir es. Kostet praktisch dann. Wir haben Federfall, ne? Sie juckt uns gar nicht. Oh mein Gott. Jetzt habe ich richtig Lack gehabt. Ich baue hier unten Spinnweben hin. Ich muss echt aufpassen mit dieser Sprint-Taste. Ich kann schwören, der kommt mit Wasser runter. Oh ne, das ist mir noch zu riskant. Ne, der lauert doch da. Was lässt denn der da runter? Was hat denn der in der Hand? Ist das ein Keks? Nee, der hat doch irgendwas vor, ne? Der hat was vor, das ist doch ohne Zweifel. Ach, da ist sich raus. Ach so, das sind Falltüren. Nein, nicht die, du Huren. Du Hurensohn! Es ist jetzt echt kritisch. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hochgehen soll. Wenn der jetzt runterkommt, dann gibt's Beef. Es ist aber noch 10.000 Mal dämlicher, wenn ich mich so hochbaue. Der schubst mich ja hier runter, das ist doch offensichtlich, ne? Ne, das ist offensichtlich, dass der hier runterkommt. Das ist echt kritisch. Ich weiß nicht, was dieser Fixer da macht. Leute, wisst ihr was? Ich kann mich nicht hier direkt so hochbauen. Das ist viel zu dumm. Das wäre einfach nur dumm, wäre das. Angst? Nee, nee. Ich gebe bloß Vorsicht. Ich baue mich jetzt nicht direkt unter dir hoch, kleiner Ficker. Das sage ich dir.
Ich schwöre, der hat eine Angel. Mach ich kurz Spinnweben hin. Dann kann ich hier runterspringen, falls der irgendwie kommt. Nee. Mit Federfall macht uns der restliche Schaden auch nichts aus. Wir haben 5 Kills mal wieder. War schon immer. Kleiner Abfucker. Sind wir überhaupt auf? Ja, 15 Minuten. Ich würde jetzt haben ein bisschen Zeit davon, ne? Diesen Jump hier schaffen, niemals, oder? Hat er no Chance. Keine Chance hätte er da. Ich habe das Spiel eben hingesetzt, nicht dass der die jetzt nutzt praktisch. Nicht dass ich mir jetzt eine eigene Falle stelle. Das ist ein bisschen komisch. So, was hatten wir vor? Ich weiß nicht, ob er eine Angel hat, weil wenn er eine Angel hätte. Nee, von Rüstung bin ich ihm klar hier überlegen. Ich baue mich einfach noch ein bisschen höher. Ganz easy mache ich das. Ja, was macht denn der Spaß? Ja, simulier doch nicht, du Spacken, du bist überhaupt nicht runtergefallen, Mist. Geh weg. Felder. Nö, hat ihn gar nichts gebracht, der Hurensohn. Boah, Leute, war spannend. 5-6 Kills sogar. GG. Ach, er kann ja nichts schreiben. Ja, und wir sehen uns gleich nochmal in der Lobby. Dumm Arsch. Alles klärchen. Okay. So Leute, das war mal wieder eine geglückte Folge, die dritte Skywars-Folge. Ich verkacke jedes verfickte Mal. Genau. Lasst ein Like, wenn es gut war. Abonniert mich, wenn ihr mehr von den Sachen sehen wollt. Und dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen... Auf Wiedersehen und ciao!